Burgdorf kandidiert auch noch Nina Mittler für die JUSO. Sie hat aber nicht vor der Kamera stehen. Eigentlich könnten alle volljährigen Schweizer wählen. Doch viele gehen nicht, weil es ihnen einfach zu kompliziert ist. Dabei wäre es doch gar nicht so schwierig. Im Kanton Uri gibt es zwei Wahlsysteme: Majorz und Proporz. Majorz heisst, man wählt einen Kopf. Der, der am meisten Stimmen macht, ist gewählt. Aber man kennt auch noch ein anderes System, nämlich Proporz. Und das ist ein bisschen komplizierter. Kurz gesagt, man wählt Partien und nicht nur Köpfe. Die Gemeinden, die 3 und mehr Sitze haben, wählen im Proporzsystem. Das sind im Kanton Uri 8 Gemeinden. Und so wählt man richtig. Grundsätzlich funktioniert das System so, dass zuerst geschaut wird, welche Partie wie viele Sitze zu gut hat. Und erst im zweiten Schritt, wer von der Partie die Sitze überkommt. Das heisst, wenn ich einen Wahlzettel inneriere, zählen die Stimmen erstens für die Partie und zweitens für die verschiedenen Kandidaten. Jeder Wähler darf genau einen Zettel in die Urne rühren. Wenn man nur eine Partie unterstützen will, ist es am einfachsten, die vorgedruckte Liste ins Wahlkuvert zu tun. Hier gehen zum Beispiel 5 Stimmen an die Partie 2 und jeder Kandidat bekommt innerhalb der Partie eine Stimme. Jetzt kann es vorkommen, dass ich eine Person von dieser Liste nicht unterstützen will. Dann kann ich den einfach von der Liste streichen. Die Partie, die oben auf dem Zettel steht, kommt aber trotzdem 5 Stimmen über. Der, den ich durchgestrichen habe, aber keine. Dem sagt man ganz einfach streichen. Im Proporzsystem ist es möglich, an einer Person 2 Stimmen zu geben. So kann ich Helene durchstreichen und Marius ein zweites Mal draufschreiben. Jetzt kommt die Partie immer noch 5 Stimmen über, der Marius 2 und Helene keine. Dem sagt man kumulieren. In einem anderen Fall kann es sein, dass ich nicht nur die Leute von einer Partie gut finde, sondern aus mehreren. Man darf auf jede Liste auch Leute von anderen Partien draufschreiben. Hier streiche ich wieder die Helene durch und schreibe stattdessen den Aaron von einer anderen Partie auf die Liste. Weil der Aaron von einer anderen Partie ist, kommt diese Partie auch eine Stimme über. Die anderen Stimmen gehen an die Partie von dieser Liste. Dem sagt man balancieren. Noch einmal kurz zusammengefasst. Bei einem Wahlzettel zählt zuerst jede Linie als Partiestimme, also auch die leere Linie. Und erst dann werden die Stimmen der einzelnen Kandidaten gezählt. So, jetzt gibt es keine Ausrede mehr, nicht zu wählen. In Altdorf kandidieren noch mehr junge Leute unter 30. Auf der CVP-Liste sind das Céline Huber und der Simon Stadler. Und bei der SVP sind das der Fabian Affentranger und der Manuel Zurfluh. Mein Name ist Céline Huber, ich bin 24, ich komme aus Altdorf und bin Juristin. Meine Hobbys sind Squash, Politik, Fischen und meine Freunde. Ich bin der junge CVP Uri im Vorstand der CVP Altdorf. Da bin ich Mitglied in der Wasserkommission Altdorf, Delegierte im Wasserverbund Unteres Reusstal und Verwaltungsrätin der Zentrum Höfli AG, besser bekannt als Betreutes Alterswohnen in Altdorf. Ich bin politisch aktiv, weil ich unsere Demokratie als Privileg empfinde und weil ich das nutzen will, um unsere Zukunft mitzubestimmen. Ich bin der jungen CVP, weil sie mir politisch am nächsten ist und weil sie mit guten Beiträgen, sei es für die Sicherung der Sozialwerke oder für die Entlastung der Familien, ein bisschen Schwung in die Politlandschaft bringt. Im Landrat möchte ich mich insbesondere für eine bessere Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Generationen einsetzen, damit der Kanton Uri auch für Jung und Alt lebenswert bleibt. Dann ist mir aber auch ein haushälterischer Umgang mit den öffentlichen Finanzen sehr wichtig, damit keine Schuldenpolitik zulasten der jungen, kommenden Generationen betrieben wird. Dann ist Bildung unser grösstes Kapital. Darum werde ich mich stark machen für qualitativ hochstehende Schulen und die Förderung eines dualen Bildungssystems.
Ja, die Schwächen im Kanton Uri sehe ich einerseits darin, dass es gerade für Hochschulabgänger sehr schwierig ist, hier qualifizierte Arbeitsplätze zu finden. Darum ist es wichtig, dass wir gut erschlossen bleiben, gute Verkehrsverbindungen haben und dass wir versuchen, wirtschaftlich attraktiv für Unternehmen zu bleiben, um Arbeitsplätze zu generieren. Die Stärken im Kanton Uri sehe ich im Tourismus. Wir haben eine wunderbar gepflegte Natur und ich bin überzeugt, mit dem Tourismusresort in Andermatt wird der Kanton Uri noch einen grossen Aufschwung erleben. In Bezug auf meine Gemeinde werde ich mich insbesondere für den Kantonalbahnhof in Altdorf stark machen. Darin sehe ich ein grosses Potenzial für unsere Raum- und Wirtschaftsentwicklung. Ich werde mich aber auch für bessere Rahmenbedingungen für unsere Jugendvereine einsetzen, weil sie mit ihrem Freizeitangebot einen tollen Dienst im Bereich Integration und Gewaltprävention leisten. Ja, nebst dem, was ich vorhin schon gesagt habe, wird ich für die Jugendlichen können bewirken, dass sie eben auch mit einer Stimme in der Legislative vertreten sind und durch das ihre Anliegen auch gerade am richtigen Ort positionieren können. Ja, wir sind hier im Theater Uri. Hier trifft sich Jung und Alt und das muss auch in der Politik unbedingt so sein. Wenn Sie also möchten, dass in Zukunft nicht nur Politik für die Jungen, sondern eben vor allem mit den Jungen betrieben wird, würde es mich freuen, wenn Sie mich als Brückenbauerin zwischen den verschiedenen Generationen in Landrat würden wählen. Und darum schreiben Sie bitte Selin Huber zweimal auf jede Liste. Danke vielmals. Also, ich bin Simon Stadler, bin 23, komme aus Altdorf, ich bin gelernter Maurer und momentan bin ich an der Prasmatura in Altdorf dran. In der Freizeit habe ich gerne Jassen, Unihockey spielen und ich gehe noch gerne zu Berg. Ich bin der junge CVP und im Vorstand von der CVP Altdorf. Ich bin politisch aktiv, weil mir der Kanton Uri am Herzen liegt und weil ich dahin etwas bewegen will. Und das geht am besten in einer Partie und wegen dem bin ich der jungen CVP beigetreten. Im Landrat würde ich mich einsetzen für ein grosses Angebot an Lehrstellen. Es ist wichtig, was die Jungen hier Lehrstellen haben und hier Ausbildung machen können. Ebenfalls würde ich mich einsetzen für Jugend und Sport. Es ist wichtig, was die Jungen als Freizeitangebot haben. Ebenfalls sollte ich mich einsetzen, was wir schonhaft mit unserem Kulturland umgehen. Es ist wichtig, was auch die nächste Generation noch Entwicklungsmöglichkeiten hier haben. Viele gut ausgebildete Junge finden im Kanton Uri keine Arbeit. Das wird sich in Zukunft ändern. Und wir haben so viele Touristen, die einfach nur durch den Kanton Uri fahren. Und es wäre schön, wenn die in Zukunft etwas für den Tourismus beisteuern würden. Die Stärke des Kanton Uri ist sicher die Lage. Wir sind so zentral, wir sind so schnell zu Zürich, so schnell zu Luzern, aber auch sehr schnell im Tessin. Zudem müssen wir schauen und Sorge haben und schauen, was wir in Zukunft gute Verbindungen dort haben. Als Junge weiss ich, was die jungen Leute im Kanton Uri beschäftigt und das will ich auch im Landrat einbringen. Im Landrat braucht es aber auch eine gute Mischung zwischen Jung und Alt, was wir die Probleme, die in den nächsten Jahren werden sein, was wir lesen können. Ich hoffe, ihr gebt dem Jungen eine Chance und schreibt zweimal Simon Stadler auf die CVP-Liste. Ich bin Fabio Affentranger, bin 19, wohne in Altdorf. Meine Hobbys sind Badminton spielen und joggen. Und wie man sieht, bin ich auch gerne töckeln. Als Beruf bin ich in der Ausbildung als Augenoptiker. Und in der Partei bin ich in der SVP und hoffentlich gleich im Vorstand von der jungen SVP. Politisch aktiv bin ich schon seit einem Jahr in der SVP. Es ist sicher auch sehr wichtig, dass man als junge Leute ein bisschen für Politik interessiert, weil doch Politik sehr viel vom Leben beeinflusst. Warum ich in der SVP bin, ist sicher, weil die SVP die klarste Politik führt. Wir haben keine Wischiwaschi-Politik, die mal Ja, mal Nein sagt.
Wir sind wirklich geradlinig und sagen, was Sache ist. Nachher im Landrat werde ich mich sicher einsetzen, dass wir mal das Verkehrsproblem im Kanton Uri lösen können. Ich denke, das Zentrum Walter muss entlastet werden. Und auch beim Gotthardloch muss man schauen, was dort weiterhin passiert. Das sind auch die grössten Defizite des Kanton Uri. Das Verkehrsproblem wie auch die wirtschaftliche Lage sieht nicht gerade rosig aus. Stärken des Kanton Uri finde ich sicher mal die Natur. Und dass man sich halt kennt. Man weiss ungefähr, wie der Nachbar ist, wie er links rumläuft. Und das finde ich sehr schön. Für Alter würde ich mich sicher einsetzen, dass wir ein bisschen entlastet werden, was den Ausgang betrifft. Der zentriert sich mehr oder weniger nur auf Altdorf. Und das ist für Alter für immer vorteilhaft, was man sieht, wenn man am Sonntagmorgen durch das Dorf läuft. Für die Jugendlichen ist es sicher wichtig, dass das Sportangebot grösser wird. Auch, dass sie irgendwie Zukunft sehen und halt nicht einfach im Dorf rumlungern, sondern wirklich etwas zu haben. Warum ich finde, dass junge Leute in die Politik gehören, ist sicher, dass junge Ideen wieder reinkommen. Junge Leute, die motiviert sind, die halt ganz andere Ansicht haben von den Sachen, die man schon seit ein paar Jahren vielleicht am Diskutieren ist. Nachdenklich ist es wichtig, dass man mich zweimal auf die Liste tut, Fabio Affentranger, will ich klar und ehrlich politisieren. Darum zweimal Fabio Affentranger auf die Liste in Altdorf. Ich bin Manuel Zurfloh, ich bin 26, wohne hier in Altdorf. Meine Hobbys sind Skifahren, Unihockey spielen, Sportveranstaltungen besuchen, Musikveranstaltungen besuchen, Freunde und Familie. Und ich bin gelehrter Logistikassistent. Ich arbeite immer noch auf dem ProF bei der Pilatus Flugzeugwerk in Stans und bin Mitglied von der jungen SVP vom Kanton Uri. Weil mich Politik seit jeher schon interessiert hat und ich finde, dass sie allgegenwärtig ist. Und ich bin bei der jungen SVP vom Kanton Uri, weil ich mich am besten mit dieser Partei kann identifizieren kann. Ich will mich im Landrat dafür einsetzen, dass Themen wie Sicherheitspolitik und Anliegen der Jungen besser vertreten sind. Defizite im Kanton Uri sehe ich persönlich momentan im öffentlichen Verkehr und teilweise auch im Tourismusbereich. Die Stärken des Kanton Uri sehe ich vor allem in den vielen individuellen KMUs, die hier ansässig sind und vor allem auch in der Bevölkerung, die hier lebt, und ich als sehr freundlich und aufgeschlossen empfinde. Für die Gemeinde Altdorf möchte ich mich einsetzen, weil ich der Meinung bin, dass man die Anliegen und die Interessen der Jungen ebenfalls in der Politik wahrnehmen sollte. Falls sie auch der Meinung sind, dass mehr Junge im Landrat vertreten sind und Themen wie Sicherheitspolitik und Migrationspolitik stärker sind vertreten sein, dann schreiben Sie doch zweimal Manuel Zurfloh auf Ihren Wahlzettel.